Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit begrüße ich euch zur Evans Toxic Reaction. Ich möchte kurz anmerken, das Lied kam am 1. Dezember raus. Wir haben aktuell gerade den 22. Ich habe 21 Tage dafür gebraucht, um endlich auf diesen Song zu reacten, denn eigentlich sollte oder wollte ich auf den Song reacten im Livestream auf Twitch, den ich aber aus Versehen während der Moon Diego AI Album Reaction abgebrochen habe. Aber keine Sorge, dass die Reaction auf das Hasatan Album kommt auch noch. Muss ich zwar noch aufnehmen, kommt höchstwahrscheinlich dann so im Januar. Vielleicht auch im Februar, mal gucken, je nachdem, wann ich schaffe, das aufzunehmen, wenn ich dazu komme. Und wann ich vor allen Dingen auch so ein bisschen die Lust dafür finde, weil irgendwie fehlt mir im Moment auch so ein bisschen die Motivation, Videos aufzunehmen. Im Moment fehlt mir einfach die Lust dazu. Aber ich sag mal so, Reactions gehen immer. Und außerdem hört man Mucke dabei. Ne? So. Wir labern nicht lange. Wir starten dick durch. Gib ihn. Ich dachte gerade aus Versehen, ich habe irgendwie das Lied pausiert oder so. Also auf jeden Fall für mich ein sehr großes Durcheinander. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das so ein bisschen, wie ich das so in Worte fassen soll, aber der Anfangsteil ist für mich schwer zu verstehen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ihr wisst aber gut, was ich meine. Ja, wobei, es klingt eigentlich geil. Eigentlich hat das schon was, ne? Es hat eigentlich schon was. Es hat so was Eigenes einfach. Okay, der Beat ballert aber anders, ne? Muss man sagen, der Beat ballert schon anders. Also der ballert ordentlich. Ich bin ehrlich, worauf ich oder was ich mir hoffe, irgendwie von Jahr 2024 und außer von Evans, dass wir ihn nochmal auf einem aus so Gitarrenbeat hören. Wie auf seinem Moon-Album. Ja, das sind geile Sachen, Alter. Evans auf Gitarrenbeat, Digga, hat schon was Geiles. Bin ich ehrlich, das hat schon was Geiles. Nicht mehr ändern.
zu ändern. Also, ich sag mal so, der Anfangsteil war ein bisschen schwierig zum Reinkommen, sag ich jetzt mal. Es war nicht auf Anhieb meins. Aber desto mehr sich das gesteigert hat, also desto weiter ich jetzt gehört habe, muss ich sagen, oder kann ich halt einfach nur sagen, dass es halt echt geil ist. So, der Beat ballert schon anders gut rein. Ja, Kopf geht die ganze Zeit mit. Ja. Ey, ich kann nie was Schlechtes sagen, ne? Ich kann einfach nie was Schlechtes sagen, einfach weil die Lieder, sei es von Shogun, sei es von Takumi, sei es von Evans, sei es von Akaya, sei es von was weiß ich wem. Solche Mucke ist halt einfach, oder diese Musik, sag ich jetzt mal, ist halt einfach das, was ich gerne höre. So klar, natürlich, ich höre Metal, ich höre ältere Sachen, ich höre, was weiß ich, Bob Seger und sowas. Klar, ich höre Metallica und alles Mögliche. Aber was Rap angeht, ist das exakt das, was ich hören will. Das ist exakt das, was Rap-mäßig mich anspricht. Bin ich ehrlich, mehr sage ich auch, glaube ich, nicht. Geil, einfach geil. Ey, Respekt. Ja. Ja. Ey, absolut geil. Kann man nichts gegen sagen. Ja. Check das Lied ab. Ich hoffe, dass ich das jetzt mittlerweile wieder kann. Falls ihr den Link zu Spotify nicht in der Videobeschreibung finden solltet, dann guckt in den Community-Tab, da ist der Link dann drinnen. Aufgrund dessen, da YouTube mir so ein bisschen die Berechtigung für externe Links entnommen hat, ich kann keine Links mehr in meine Videobeschreibung packen. Ich habe zwar Links drinnen stehen, aber man kann sie nicht mehr anklicken. Und das ist nervig, deswegen haue ich alle möglichen Links ab jetzt in den Community-Tab. Oder einfach in meine Kanalbeschreibung gucken, da stehen die auch drin, die Sachen, die wichtig ist. Discord, Instagram und so. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Evans vorbei auf Spotify. Checkt den Boy ab. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.